Ich habe Lust auf Speck. Vielleicht vergeht mir der Appetit, aber das werden wir einfach mal herausfinden. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dead Space. Der Scheiß ist immer noch da. Das Gift war nicht stark genug. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Schick. Einer dreht schon voll am Rad. Der da womöglich auch. Und das ist noch mehr Fleisch. Das ist der Speck. Eintritt Schwerelosigkeit. Hier sieht's aus. Gib mir mal. Nee, lieber was weiter entfernt ist. So. Was das so alles herumliegt. Haufenweise Munition. Moment. Gib mal her. Irgendwie geht's hier noch nicht los. Warum geht's hier noch nicht los? Wir sind doch schon drin. Wird wortwörtlich drin. Bevor es hier losgeht, dann nehme ich mir erstmal alles, was hier so rumliegt. Was ist das? Brennstoff. Nehme ich jetzt nicht auf. Kann von mir aus erstmal hier schweben bleiben. Ich brauche erstmal das, was ich hier brauche. Das ist auch Brennstoff. Bitte nicht wegfliegen. Wir brauchen euch später. Da hinten ist auch nochmal Brennstoff. Oh Mann. Das ist eine Nahkampfwaffe und ich brauche gerade womöglich nichts, was mit Nahkampf zu tun hat. Da oben glitzert auch noch was, ne? Plasma-Energie, das ist schon besser. Sonst so? Cool, wir können hier lang rennen. Was macht er denn? Er guckt sich einfach mal das Fass an. Ist das noch eine Glaswand dazwischen? Weil es schimmert ja so. Aber warum geht es denn nicht los? Dann wollen wir mal rangehen? Wir gehen mal. Oh, Baller! Ist das laut? Meine? Oh, was ist das? Bitteschön. Oh, was macht's da? Au. Ich glaube, hätte ich mit einem Sprung ab ausweichen können, oder? Brauchst du Munition? Nee. Drei Arme? Eintritt Schwerelosigkeit, wird uns gesagt. Ja, so könnte ich ausweichen. Werde ich vielleicht mal machen. Boah, dieser gelbe Knubbel da. Und ich treffe nicht. Oh. Schnell. Bevor es uns wieder abräumt. Versteck ihn nicht. Hör auf. Okay, zweiter Arm weg. Wachsen die Dinger noch nach? Ja, drei. Jetzt räumt er bestimmt gleich erstmal wieder ab. Na. Oh Gott, ich gehe so nah ran. Das glaube ich nicht so gut, oder? Okay. Fertig? Bestimmt nicht. Drei Runden gibt's bestimmt. Komm mal her. Bitteschön. Jetzt spuckt das auch noch. Komm. Isaac. Wow, was macht er denn? Wow. Ich hab's geschafft. Krass. Moment, das treffe ich. Zeig's nochmal. Oh ja. Ich werde, glaube ich, mal in Bewegung bleiben. Geht immer noch voll ab. Ich werde mal in Bewegung bleiben, solange er spuckt. Das kommt. Okay, jetzt schreit er wieder, das habe ich verpasst. Boah, es wird immer größer. Hallo, geht's noch? Ich könnte doch einfach so ausweichen, das geht auch. Oh, hier ist Strahlmunition. Zeig nochmal, komm. Komm, bitte. Das ist ein ekelhaftes Vieh. Wir hatten das hier auch reingelassen. Ups. Was war das jetzt für ein Blendeffekt? Wo kommt der her? Oh! Danke! Oh, jetzt zeigt es gerade so schön. Ach, Herr Toll, jetzt kommen neue Arme raus. Ich glaube, wir brauchen Plasma-Energie. Ich sollte. Oh, noch genauer zielen, wollte ich gerade sagen. Und dann ziele ich daneben. Ich pfeife mir aber was rein, weil beim nächsten Treffer könnten wir schon getroffen werden. Nicht verstecken, nicht verstecken. Warum ist das gerade so hell hier? Was ist denn eigentlich mit... Oh. Oh. Ist nicht schön. Nein, ich wäre nicht gerne bespuckt. Boah, das war wieder eng. Immer in Bewegung bleiben. Opa. Zum Glück waren wir schon in der Sprunganimation. Und jetzt habe ich Brennstoff aufgenommen. Oh, Kacke. Hätte ich nicht machen sollen. Gut. Getroffen habe ich womöglich auch nicht.
Aber der Arm ist ab. Ich sollte eigentlich mal eher wieder ein Medkit nehmen, weil... Hier. Beim nächsten Treffer sind wir vielleicht Matsch. Oh, Kopfball. Oh, es spuckt. Und es spuckt. Ich guck nicht hin, ich weiche einfach aus. So, jetzt dürfen wir, glaube ich, genug ausgewichen sein. Komm, zeig. Boah. Schade. Hauptsache, wir haben genug Plasma-Energie. So. Oh, hier ist Plasma-Energie. Pack dich. Nicht verstecken. Super. So, was hast du noch? Dein ekelhaftes... Wie der da oben abgeht. Dein ekelhaft... Oh, das war jetzt komplett daneben. Gut. Das Problem ist, wenn ich die dicke Munition schieße, die ist langsamer, ne? Boah, die gehen ja alle so ab. Halt. Na, scheiße. Nein, jetzt nicht sterben. Na, genau. Wir liegen da und bekommen noch eine Ladung ab. Das ist nicht nett. Nochmal alles. Okay. Okay, ich hätte dann doch ein paar mehr Medkits einsetzen sollen. Schwerelosigkeit. Geh mal weg hier. So, wie war das? Dickes Medkit nehme ich. Geht das auch? Ah, das ist Brennstoff. Da. Kannst von mir aus da bleiben. Wenn wir zu nah rangehen, dann geht's los. Deswegen will ich erstmal fleißig einsammeln. Brennstoff, Brennstoff. Ein Kopf. Mit dem können wir auch werfen. Hä? Diesmal ist weniger. Um uns herum, das ist ja blöd. Ich hab's Gefühl, hier liegt weniger als drum. Gut, wir hatten vorhin schon viel von der... von dem Brennstoffzeug. Dann legen wir mal los. Hallo? So, welchen zuerst? Der offensichtlich dann doch. Treffer! Oh, oh, erstmal ausweichen. Ja. So, und jetzt abballern das Scheißteil. Super, erster Arm weg. Wir mussten vorhin in eine zweite Runde gehen und alle drei Arme abballern. Muss ich dran denken. Ach, da war schon der zweite weg. Ja, super. Oh, hallo. Nachladen, Isaac, wenn wir gerade mal die Zeit haben. Wir müssen gleich was abschließen. Abtrennen. Was kommt da raus? Das ist ja Verarsche. Na, erste Munitionseimer verschwende. Das geht eher kaputt. Ich weiche jetzt nicht aus. Da habe ich mir auf meine Zielgenauigkeiten dieser Steuerung hier vertraut. Schön weiter... oder zeigen. Geht immer noch wieder ab. Keine Zeit, aber mit ihm zu tanzen. Ich muss ausweichen. So, weiter geht's. Zeig. Nicht so rumeiern, ja? Hör auf. Oh. Ja, 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 ja. Das schaffen wir. Hoppala. Geh bitte weg. Nicht hier explodieren. Kopfball. So, er macht Pause. Schnell. Ja, es war daneben. Ah, jetzt kommen die Arme wieder. Das war auf jeden Fall ein Treffer. Wenn wir aber schon in der Fluganimation sind, bekommen wir keinen Schaden. Oh. So, jetzt wieder laufen. Zeig, komm. Ach. Komm, das krieg mal weg, bevor wir ausweichen. Müssen. Nein, wir müssen nachladen. Scheiße. Gut, dann diesmal nicht. Ah, der eine Schuss hätte noch gefehlt. Boah, dieses Fleischgelump, ey. Das sieht aus. Plasma-Cutter ist schon sehr nützlich, weil der schießt sehr schön schnell. Die Munition ist auch sehr schnell unterwegs. Ich bin ihm etwas zu nah, habe ich das Gefühl. Na, wir waren schon in Animation. Jetzt gerettet. So, Pause machen. Vielleicht schreit er. Nein, erschreien bitte. Bitte. Weiter auch. Okay. Ein Schuss noch, komm. Ja. Waren das drei Schüsse, die wir brauchen, oder vier? Komm, schrei. Oh, ich hab's wieder reingeschossen. Also komm, nicht nachladen. Nicht, wenn ich das dann doch nicht will. Das nehme ich mit. Hoppala. Animation sei Dank.
Und ich sollte mich gleich mal heilen, weil ein Treffer und wir wären vielleicht weg. Komm, zeig nochmal. Oh, hier gehen zwei auf einer Stelle ab. Aua. Schnell weg. Einmal getroffen. Liegst du erstmal dort flach und dann sind wir angreifbar. Oh, komm. Da liegt ein Medkit. Keine Zeit. Hier fliegt Brennstoff umher. Oh, Kopfball. Es war Handball. Nein, ich will jetzt nicht meinen Weg anzeigen, Isaac. Na, jetzt kommt er. Drei. Und es braucht vier, okay. Weiß ich Bescheid. Mal gucken, ob das was... Na, ist zu langsam. Hoppa, hoppa. Na, ist eindeutig zu langsam. Nichts für die gelben Sachen. Boah. Also hier die dicke Waffe, nichts für die gelben Sachen, ne? Ich schieße schon mal vorab in die richtige Richtung. Oh, es war, glaube ich, zu spät. Was, Aufgabe erfüllt? Ich will hingucken. Mist. Ich habe das Beste vielleicht verpasst. Jetzt kotzt er bestimmt zum Schluss nochmal ganz, ganz groß. Will nicht, hä? Isaac, du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Komm's. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Ich muss ja sagen, sieht wieder sehr interessant aus. Irgendwie auch faszinierend. Mampf. Na, nicht ganz. Was sieht aus? Böses Fleischgelump, ey. Da lobe ich mir noch meine harmlosen und leckeren Medkits. Gidi, gidi, git. Oh, ich darf nicht näher rangehen. Ach Mann. Wollt mir das mal alles aus der Nähe anschauen? Gut, wir sind schon verdammt nah dran. Upsa, hallo. Näher als mir eigentlich lieb wäre. Was, noch mehr? Geil. Hat er noch mehr fallen gelassen währenddessen? Aber wo kommt denn auf einmal das ganze Zeug her? Brennstoffmunition werde ich jetzt auch gleich mitnehmen, aber hier liegt ja noch anderes Zeug rum. Praktisch. Ich weiß echt nicht, was mit denen los ist, ey. Nicht wegschießen, Isaac. Ich würde es mir doch anschauen. Da hinten wäre noch einer. Da flattern wir mal eben hin. Oh. So, angucken. Da. Was ist mit dir nur los? Da hinten ist auch noch einer. So, haben wir hier noch was zum Einsammeln? Das da oben ist nichts, oder? Nee. Die Reichweite ist schon enorm. Da hinten ist doch noch was. Impulszeug. Ach, Medkit, okay. Da habe ich mich verguckt. So, da unten ist auch noch was, was leuchtet. Brennstoff, auf jeden Fall diesmal. Ey, das Brennstoffzeug hat sich aufgelöst, ne? Hier hatten wir doch vorher mehrere. Gut, da ist Nummer zwei. Ich glaube, wir hatten mindestens drei, die hier herumlagen. Weil, nehme ich gerne mit, auch wenn ich das Brennstoffzeug nicht so oft benutze, aber ich kann es verkaufen. Na, ist bloß ein Kopf. Na, hier wäre nichts mehr. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Wo ist denn der Ausgang? Ach, dann. So. Wie sieht's denn eigentlich so aus, munitionstechnisch? Oh, ja, es geht noch. Das langsamere Zeug haben wir noch gehabt und vor allen Dingen haben wir jetzt eine Menge Medkits eingesammelt. Die werde ich auch verkaufen. Der nächste Shop ist ja nicht weit. Der ist ja gleich um die Ecke. Aber erstmal wird... Ende der Schwerelosigkeit. Ja, beim Shop war ja auch dieser Speicherpunkt, als wir die Luft wieder in Gang gesetzt haben. Jetzt kommt noch dieser Fleischgang, genau. Bewegt sich das noch? Ja, es bewegt sich noch. Das ist nicht gut. Kommt bestimmt nochmal wieder. War bestimmt nicht der letzte Kampf mit dem ganzen... dieser Scheiß... mit dem Scheiß Organischen, oder? Mit dem Organscheiß? Nee, Organscheiß war es nicht. So, dann will ich erstmal was verkaufen. Die ganzen Medkits.
Da kann ich mir eigentlich schon wieder einen Energieknoten leisten. Boah, so viele. Hier, eins, zwei, drei, vier. Vier verkaufen wir. Ha. Und Impulsprojektil auf jeden Fall. Und Brennstoff. Ja, den. Genau, dann haben wir noch die Waffen und die Munition. An sich könnte ich mir noch... Ich würde mir ja doch zwei Energieknoten leisten, aber ich habe die Vermutung, dass wir jetzt gleich nach diesem großen Kampf den nächsten Anzug finden. Von daher will ich noch gar nicht so viel ausgeben. Ich muss erstmal die fünf Knoten loswerden. Wollte ich ja auch unter anderem in den Flammenwerfer investieren. Aber jetzt heißt es erstmal hier durch. Ich speichere erstmal. Ja, ich will speichern. Ich war, glaube ich, zu weit weg. Ich will das Geräusch wieder an. Ja. Ah. So. Dann mal raus hier. Auf zur Bahn. Zur Monorail Station. Hammond ist hier schon länger nicht mehr. Tja, wo ist der Arsch? Der Sack. Ah, wir dürfen erstmal wieder Fahrstuhl fahren. Und jetzt kommt bestimmt wieder irgendeine Durchsage, die uns wieder erschrecken wird, weil sie so abgehackt reingeworfen wird. Haben wir eigentlich noch was zum Nachladen? Hier zum Beispiel? Nö. Ist cool, wie die Waffe sich ausfährt und ausklappt. Der Plasma-Cutter? Ja, der fährt sich auch aus. Sieht bloß verdammt schnell aus. Was ist das? Ich geh mal hin. Oh. Ihr seid ja immer noch da, ihr Zerstückelten. Wer war das denn? Die Kisten sind unzerstörbar. Na dann. Liegt da noch was? Ja, da liegt schon was, aber nichts für uns. Dann dampfen wir mal ab. Auf zum nächsten Kapitel, was ich eh nicht vorlesen kann, sondern erst, wenn wir es wieder beenden, weil es so schnell vorbeigeht. Es lädt einfach zu schnell. Also Kapitel Nummer 6, Gefahr für die Unterwelt, abgeschlossen. Schön. Und Kapitel 7? Also erstmal speichern. Boah, die Maus, ey, diese schwammige Maus. Dann ein Eingabe wieder mal. Lesen, lesen, lesen. Nee. War nicht möglich, da wurde nichts mehr angezeigt. Beim letzten Kapitel war das noch der Fall, aber jetzt, ne, keine Chance, da war nichts. Keine Schrift, die da geladen hat. Da war dann der Bildschirm schon weg. Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist, der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Es wäre doch alles zu einfach, was? Ach so, Aufgabe hinzugefügt. Oh, ganz schön dick. Liegt überall Kaugummipapier auf dem Boden rum. Und ich brauche mal wieder eine Werkbank. Ich will meine Werkbank. Ich habe fünf Knoten, ich muss die ausgeben. Aha, zum Abbaudeck. Was ist das? War das ein Fleischarm? Nee. Ich sehe jetzt schon wieder sehr unordentlich aus. Hallo? Hallo? Aha, was zum Einsammeln. Flammenwerfer-Munition. Die wir am seltensten Energieknoten brauchen. Geil. Jetzt haben wir schon 6. Mal gucken, ob ich den Plasma-Cutter nochmal ausbaue. Kapazität und Feuerrate müsste noch drin sein. Hier sieht es mir stark nach einer Werkbank aus, da hinten, oder? Ein Radio. Nee, ein Werkzeugkasten. Boah, sieht schön aus. Lichteffekte. Oh, da hinten ist was zum Aufsammeln. Und das hier ist eine Werkbank. Wenn man speichern will, ist das eine Werkbank.
Dann fange ich erstmal hier hinten an. Strahlenmunition. Und was ist hier? Credits. Eine Werkbank. Jawohl. Was ist denn da? Ein mobiler Schraubstock, eine Säge und eine dicke Zange und eine Teekanne. Gehe ich gleich hin, aber erstmal einsammeln. Vielleicht finden wir noch einen Energieknoten. Nee, ganz bestimmt nicht, aber erstmal ein Pausenbrot klauen. Können wir die alle aufmachen? Nee, hier nur ganz außen jeweils. Oh, ein ganz, ganz kleines Medkit. Der wird aber gespart. Was? Hier kommt her. Hä? Aha. Spiel, das war ein kleines Medkit. Keine Sorge. Was ist denn hier los? Geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu? Mach auf, Mann. Warum seid denn hier alle so rot? Dann gehe ich hier einfach dadurch, wo offen ist. Oh, wieder ein kleines Medkit. Musik bitte? Nee, bleibt aus. Ja, dann würde ich sagen, werden wir uns einfach mal in der nächsten Folge um den Flammenwerfer kümmern und wahrscheinlich um noch eine weitere Waffe oder einen Ausrüstungsgegenstand. Mal sehen. Aber bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.